So, dann herzlich willkommen zum Live Trading TV von JFD Brokers. Wir kommen heute richtig Action am Markt zu sehen. Zunächst einmal wieder der Risikohinweis und dann schauen wir auch gleich mal den DAX an. Hier wurde ja gestern ein Setup gerade so getriggert. Also das Setup wurde gestern Vormittag vorgestellt. Da waren eben die zwei Marken, die Gap-Unterkante, wichtig und eben dann noch hier der Trend, die Trendlinie, der Aufwärtstrend. Heute früh sah es, sage ich mal, ein bisschen vage aus. Ich habe noch Marken genannt von 10.900 und 10.919. Also unter diesen beiden Marken hätten die Bären auf jeden Fall einen Vorteil. Und im Stundenchart wäre auch noch hier die Marke von dem EMA 10 eben zu nennen gewesen. Der Index ist gerundet geblieben und konnte eben mit dem Bruch des gestrigen Tiefs nun eine kleine Verkaufslawine auslösen. Und hier sollte, oder beziehungsweise das Verkaufssignal sollte eigentlich, ja, hätte auf jeden Fall das Potenzial, bis auf 10.650 zu fallen. Aber da schauen wir kurz eben den 4-Stunden-Chart an. Hier kämpft er eben jetzt gerade mit dem EMA 38 und mit dem horizontalen Widerstand bei 10.750. Hier wird es jetzt interessant zu beobachten sein, ob hier die Bullen einen Konter fahren können. Ob der jetzt nachhaltig sein kann, darf bezweifelt werden. Aber nochmal ein Rücklauf an die Ausbruchsmarke oder an das letzte Low wäre auf jeden Fall denkbar auf 10.810. Aber es darf natürlich auch direkt weiterfallen. Die zweite Bedingung war ja dann im Dow Jones Index. Hier wurde gestern auch ein Setup vorgestellt. Hier war eben die wichtige Marke bei 17.770 etwa. Hier hat eben gestern der Index ein kleines bullisches Reversal hingelegt zum Tagesschluss. Und dann im Laufe des US- oder beziehungsweise des asiatischen Handels hat er eben die Marke eben auch nochmal angelaufen, ist aber jetzt hier auch eben bärisch abgeprallt. Von der Seite sieht es jetzt auch erstmal noch gut aus, damit er eben die Marke von 17.620 noch anlaufen kann, der Index. Schauen wir kurz den Tageschart und noch den Nasdaq an vom Dow Jones. Hier hat er jetzt sich von der Widerstandsmarke entfernt und hätte, hier sind wir bei der Indikation, und hätte eben hier eben noch Platz sogar bis 17.500 Punkte. Was man aber nicht vergessen darf, ist natürlich, je offensichtlicher das eben für die Bullen, für die Bären in den letzten Wochen war, desto schneller kam eben auch der Konter der Bullen hinzu. Das wurde jetzt in den letzten Tagen, Wochen oft thematisiert. Ob jetzt hier dann wirklich den Bullen die Kraft ausgeht, liegt nicht in meinem Wissensstand, sage ich mal. Ja. Aber hier ist auf definitiv noch Abwärtspotenzial vorhanden. Das Maximale war ja hier definiert auf 17.300 Punkten. Im Nasdaq 100 waren hier die wichtigen Marken eben die 4.681. Die wurden hier nachhaltig durchbrochen. Wenn man jetzt hier wieder diesen Dings zur Seite verschiebt, als der Bruch eingetreten ist, lief eben wieder ein bisher bullischer Pullback, beziehungsweise eben der möglicherweise eben als bärischer Pullback dann definiert werden kann. Und hier sind eben noch ein Kursziel von 4.565, dann wäre jetzt hier offen.
im Maximalfall wäre die Gap-Kante bei 4.500 Punkten noch zu schließen. Aber da das sicherlich ein zu offensichtliches Ziel wäre, gehe ich jetzt nicht davon aus, dass wir das sowieso direkt anlaufen oder dass wir noch in diesem Jahr dieses Ziel erreichen werden. Oder beziehungsweise diese Kurslücke. Im Tageschart wird jetzt eben diese Marke gebrochen, die 4.650. Und hier wäre eben zu nennen, wann das Setup jetzt hier definitiv nicht mehr wirken würde, wäre eben bullischer Break wieder der Spezialmarke bei 4.082. Hier im Tageschart habe ich halt das Ziel von 4.500 Punkten, weil es eben hier die große Kurslücke eben darstellt. Kurzfristig war ja hier die Marke eben von 4.560 rum genannt. Dann kommen wir noch kurz zum Bund Future, den ich gestern auch vorgestellt habe. Hier lief es zuerst sehr sauber an die ehemalige Unterstützung, jetzt Widerstand hin und jetzt wieder Unterstützung. Deswegen brauche ich es eigentlich nicht wieder rot färben. Er ist leider jetzt hier durch den EMA 38 im Stundenchart ist der Kurs durchgebrochen und steht nun knapp, beziehungsweise hat eben schon kurz die 156 erreicht. Hier ist definitiv das letzte Low zu nennen, was wichtig ist, was nicht überboten wird, und natürlich das letzte Hoch hier oben, wo er letztes Mal bärisch nach unten abgeprallt ist. Das wären auch definitiv die Marken, die für weiter fallende Kurse nicht unbedingt fallen sollten. Also definitiv hier oben mit dem EMA 200 Wolkenkante denke ich auf keinen Fall, dass der Kurs hier oben rausgehen würde. Schauen wir noch kurz zum DAX, was er eben jetzt an der Unterstützung hier gemacht hat. Horizontalen und EMA 10, also hier sind leichte Käufe jetzt zu beobachten. Hier wird sich auf alle Fälle kurzfristig entscheiden, ob es jetzt noch vor US-Öffnung weiter nach unten durchrauscht oder eben nochmal Richtung 10.800 tendiert. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns im Chat oder dann spätestens wieder hier im Live-Video. Danke.